Das war's mit der Top-Stimmung auf Bremen. Hallo und herzlich willkommen erstmal zu einer neuen Ausgabe Besserwisser-Analyse. Aber ich muss euch ja nicht mehr sagen, dass nach dem 1:1 gegen Hertha BSC die Megastimmung nach den Siegen gegen Augsburg und Dortmund so ein bisschen wieder runtergefahren ist. Man ist wieder ein bisschen in der Realität angekommen. Hertha hat es sehr gut hinbekommen, Werder aus dem Spiel zu nehmen. Werder mit viel Ballbesitz, viel hintenrum. Aber sie haben es nicht geschafft, an der Fünferkette von Hertha vorbeizuspielen. Max Kruse wurde in enge Deckung genommen von zwei Mann, musste sich sehr weit fallen lassen, um überhaupt Bälle zu bekommen. Und das hat dem Werder-Spiel nicht gut getan. Das Konterspiel, mit dem man so erfolgreich war gegen Dortmund und gegen auch Augsburg, das konnte man gegen Hertha nicht wiederholen. Und das wird man wohl auch nicht am Freitag wiederholen können, wenn es gegen VfB Stuttgart rangeht. Der Abstiegskandidat hat zuletzt auch auf eine Fünferkette umgestellt, 5-4-1, relativ defensiv gegen Leipzig gespielt. Ich denke, dass sie so ähnlich auch gegen Werder antreten werden, dass sie auch gegen Werder versuchen werden, auf schnelle Konter zu setzen. Dann wird es wieder gefragt sein, wie das Ballbesitzspiel funktioniert, der Bremer. Stuttgart ist defensiv nicht ganz auf dem Niveau von Hertha BSC, gerade was das Verschieben der Ketten angeht, aber auch was das Umschaltverhalten angeht. Da denke ich mal, dass Bremen ein bisschen besser durchkommen könnte, dass Bremen es eher schaffen könnte, in die Räume zu kommen. Gerade wenn die Achter bei Bremen Klaassen und Eggestein nachstoßen, da sind die Stuttgarter anfällig und das ist ja eine der großen Stärken der Bremer in dieser Saison. Ich gehe deswegen fest von einem Sieg aus. Endlich mal wieder ein Sieg für Werder Bremen in meiner Prognose. 2-0, 3-0, schön wäre es, aber ihr wisst ja, wenn ihr das häufig verfolgt, das Format, mit Prognosen und Mimir, das ist nicht das Wahre. Ich hoffe trotzdem, dass es wahr wird. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch ein schönes Spiel am Freitagabend. Genießt es. Und dann lest nachher wieder die Analyse auf deichstube.de von mir. Viel Spaß damit. Ciao.